Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Hörbude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Pokémon Snap. Nachdem wir letztes Mal das zweite Illumina-Pokémon Lusadin getroffen haben, machen wir heute weiter in der Wüste, wo wir, denke ich, nochmal bei Nacht Level 2 erreichen müssen. Dann sehen wir auch mal, was hier noch so abgeht und wie wir hier weiterkommen. So. Dann. Hui. Dieses Mal ist die letzte Aufnahme New Pokémon Snap gar kein gefühltes Jahr her. Kann es sein, dass ich letztes Mal zum Ende, erst nach dem eigentlichen Finish, sage ich mal, die Lumina Orbs bekommen habe? Das könnte natürlich auch erklären, wie wir hier weiterkommen. Und seit wann bist du da? Irgendwie das Kangama juckt's nicht. Kriegen wir das noch irgendwie von der anderen Seite zu sehen? Ist das nicht das Viech, das... Nee. Das von einem Meteor erschlagen wird? Doch. Genau das ist es. So, ich habe keine Ahnung, ob es irgendwas bringt, die alle drei zu aktivieren. Okay, da ist dann auch gerade was eingeschlagen, hab's aber verpasst leider. So, bisschen einfach die Buttons spammen, wie es sich gehört. Jui. Ich will halt echt nicht wissen, was für Chemikalien in diesen Lumina-Orbs drin sind, die wir die ganze Zeit durch die Gegend schmeißen. Okay, da schaffen wir nicht mehr. Servus. Oh, stabil. Stabiles Foto. Bei uns läuft nicht, bei uns rennt. Da oben sehe ich Dingspflanze, wo hell. Hi. Der hat mir ein bisschen im Gesicht geklebt. Da habe ich einen Hit gelandet. Ich weiß nicht, ob ich dem Ding irgendwie helfen kann beim gemobbt werden. Nee. Warte. Ich hoffe, das letzte hat's akzeptiert. Wäre irgendwie scheiße, wenn nicht. Da hinten ist das Ziel. Wait, ist das ein Baby-Onyx? Das ist so klein im Vergleich. Hi. Pff, es ist happy. Guckst du mal rüber? So, hier schlagen noch ein paar Meteno ein. Ja, ich würde behaupten, wir haben tatsächlich gute Fotos bekommen.
Warum guckst du nicht zu mir, du Sohn? Ja, Onyx gönnt sich da drüben noch ein bisschen. Ich hoffe halt wirklich, dass die Kristallblume gezählt hat. Die wird, denke ich mal, das Wichtigste dafür sein, dass wir weiterkommen. Oh, das Foto am Ende noch. Fotofinish. Versteht ihr den Witz? Oh mein Gott, war das scheiße. Naja. So, 10 verschiedene Viecher haben wir. Wir haben anscheinend 2 Akzeptar. Okay, wir hatten aber davon auch schon. Stimmt, dafür haben wir ja die Lumina-Kugeln bekommen. Ich Vollidiot. 3 Sterne haben wir schon. Einen noch nicht. Irgendwie sind die beide kacke, allerdings. Jetzt ist die Frage, ist es von hinten besser, eher nicht? Das ist recht kacke, aber yay. Ich weiß nicht, okay, doch wegen dem Apfel. Ja, das ist das Beste, würde ich denken. Das gefällt mir, das ist stabil. Das ist recht zentral. Ja, das ist doch geil. Und das ist Bullshit, lul. Die ohne Motiv waren wahrscheinlich alle welche, die knapp neben der Kristallblume waren. So, das mochte er nicht so. Aber wir haben jetzt alle Pionskora-Bilder. Knacklion reicht nicht ganz für 4. Ja, ich finde ehrlich gesagt, das ist schon besser, muss ich zugeben. Ja, das ist nett gut, aber auch Tuska hat jetzt jede Sternzahl. Ja, es ist besser. Das nicht, das ist scheiße. Ja, okay, das ist Trash. Als ob das noch 2,8 bekommt, nicht verdient. Boah, hätte das nicht über 4K bekommen, hätte ich losgemusst. Ja, das ist auch wichtig. Boah, ey, das linke ist auch gut, aber ich mag das rechte lieber eigentlich, obwohl es deutlich weniger Punkte gibt. Ich nehme das jetzt auch. Das rechte ist besser, ja. Ja, das ist besser. Sick. So, wir bekommen jetzt auch Level 2 Wüstenacht. Da bin ich mir auch sehr sicher. Wahrscheinlich müssen wir das jetzt nochmal durchspielen. Ich habe Neuigkeiten. Krass, ne? Joa, mal gucken. Es kann, glaube ich, wenn wir uns beeilen, oder? Na, ich sag einfach nochmal nix. Bin mir selber zu unsicher. Allgemein so, bis zu diesem Punkt kenne ich das Spiel ganz gut, danach wird's weniger. Lass uns anfangen. Professor, du hast bestimmt rausgefunden, wo wir als nächstes hin können, oder? Genau, da scheint wieder jemand voller Energie zu sein. Sag's uns! Ja, ich erzähl schon. Wir gehen auf einem Vulkan hin und verbrennen, lul. Klingt gefährlich, sind wir dort denn sicher? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe das Davis-Mobil dafür speziell aufgerüstet. Da bin ich ja beruhigt, aber gibt es Pokémon, die da leben? Ja, sonst würden wir... Anscheinend würden wir auch dahin gehen, wenn es da keine gäbe, weil der keine Ahnung hat. Guter Professor, die... auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Vulkan. So, wenn uns langweilig ist, können wir dann auch nochmal Wüste Nacht 2 machen in irgendwie nächste Folge oder so. Ich denke, der Vulkan wird schon den Rest der heutigen Folge benötigen. Und mal gucken, was ich hier so geschafft habe. Ach stimmt, das ist das Level. Das ist mega cool und hat tolle Pokémon. Wo wir gerade von tolle Pokémon reden. Luxtra! Komm!
Oh, gutes Foto. Stabil, gönne ich mir. Die Gegend ist echt cool. Die fühle ich, hier gibt's nice Stuff. Da hinten schreien so ein paar Viecher rum. Boah, ey, das sieht auch hier aus der Distanz echt cool aus. Das Bild ist mega scheiße, aber... YOLO. Monagoras gönnt sich ein bisschen. Hi. Oh Gott, das Bild ist, glaube ich, nice. Hier, ernähr dich doch mal vegan. Was soll denn... Oh, wir sind dann wohl weg. Wo bin ich? Ich habe keine Orientierung. So. Ja, hier kann man coole Fotos machen. Aber anscheinend dauert es bis Level 2, bis man nicht nur Luxtra, sondern auch Shinux finden kann, wo ich natürlich fett Bock drauf habe. Weil ich schätze mal, dass einige wissen, dass Shinux eins meiner Lieblings-Pokémon ist. Joa. Die Gegend sieht halt schon echt cool aus. Verbrennen wir mal einen Apfel. Und noch ein. Und noch ein. Jui. Komm, ein paar Lumina Orbs auch noch. Und jetzt wieder Blick nach vorne, damit wir keine guten... Ich hab's mit dem Orb getroffen. Yay. Oh, die Äpfel verbrennen ja wirklich richtig. Das gefällt mir. Je. So, wieder mal woanders lang gucken. Haben wir es umgebracht? Ha, funny. Joa, sonst gibt's ja anscheinend auf Level 1 noch nicht viel. Die reagieren nicht sonderlich krass auf meine Sounds hier. Ich weiß, Level 2 geht auf jeden Fall hier noch einiges ab. Eine eingestürzte Wand am Levelende. Boah, und das Viech kriegen wir kein Foto von. Ist echt eine sehr coole Stage. Die fühle ich auf jeden Fall. Ziemlich abwechslungsreich. Coole Pokémon. Sieht schon echt geil aus. Vielleicht eins meiner Lieblingsareale. Ja, die 2 Sterne sind größer, aber das ist halt mit Abstand das Beste. Welches von den 2 ist besser? Beide sind nicht ganz mittig. Da kriegt man vielleicht noch Bonuspunkte, weil im Hintergrund eins angedeutet ist. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, das hier, I guess. Das hat einen Stern weniger, aber ist halt auch deutlich besser. Das da. Und für Schneckmark nehmen wir, denke ich, das, wo es hier an der Decke pennt. So, wir haben einige gute Fotos auch mitgenommen, würde ich jetzt mal behaupten. Altaria. Ey, also komm, das ist 4K. Es sind so 4000 Punkte, ja, 4-3.
das hier doch auch, oder? Bei dem bin ich weniger optimistisch, aber das ist sogar 4-7. Locker. Okay, wenn das 4K hat, lache ich. Das hat wahrscheinlich nicht mal 2. Ja, 1900. Das kann ich nicht einschätzen. Das ist vielleicht ein bisschen zu nah rangezoomt. Ist aber auch über 4K. Jawohl. Wir haben echt viele gute Fotos dabei. Das hier jetzt nicht so. Als ob. Als ob das 3995 hat. Erstens ist das mehr als es verdient. Zweitens, komm, dann hättest du mir auch noch die 5 geben können. Und das hat nur 3,5? Alles klar, muss ich hoffentlich nicht verstehen. Da bin ich mal gespannt, kann ich nicht einschätzen. Okay, das mag er nicht so. Und das? Auch nicht. Ich meine, ja, Gold ist immer noch nicht bad, aber reicht das für ein Level Up? Das ist ein Joke! Willst du mich verarschen? Ey, dieses Spiel. Dieses Spiel. Was soll denn das? Wie? Oh, komm, und ich brauche wahrscheinlich Level 2, um weitermachen zu können. 44 Erfahrungspunkte. Es ist so ein fucking Joke. Es ist ein Joke. Ich überlege gerade, kann ich nicht einfach irgendwie hier am Anfang ein, zwei Viecher fotografieren, die Erkundung dann beenden und hab's? Da fliegen einige Altarier weg. Dieses Mal mache ich es mal nicht so aggressiv. Jo, direkt im Gesicht. Wait a minute. Ja, nicht gut wieder, aber besser als letztes Mal. Es ist okay. Jetzt kommen hier halt wieder Monagoras. Stimmt, ich habe das Panpyro gar nicht fotografiert. Ich weiß nicht, ob es irgendwie gezählt hat letztes Mal. Diesmal jagt er die Viecher da anstatt uns. Yay! Oh, der Himmel sieht schon auch cool aus. Und da hinten ist eine Kristallblume. Wenn wir die noch getroffen hätten, Alter, hätte ich losgemusst. Jetzt geht's wieder nach unten. Sieht man erstmal für ein paar Meter nichts. Oh, ich weiß nicht, ob das gut war. Der war halt nicht wirklich mittig. Boah, das ist gut. Luxtra ballert wieder mal. Ja, also komm, das war ja wohl 4K-Worthy. Da lasse ich mir nichts anderes, da bringen wir es um. Wir haben es umgebracht. Es ist mitten darunter in die Lava gestürzt. Das ist funny. Ich mag Mord, was?
Ah, das Viech juckt sich nicht für die Äpfel. Das ist, sagt man nicht so, aber juckt mich gerade auch wenig. Ah, schade, das hätte ich ein bisschen früher sehen müssen. Das sah seltsam aus. Aber ja, ich nehm's. Ja, du wirst eh nicht besser sein als das Foto, was ich vorhin schon hatte. So. Allgemein, hier werden wir nichts Großes mehr machen hinbekommen. Die verpissen sich auch wieder. Es waren letztes Mal weniger Glumanda, oder? Und da war kein Georock. So, dann sind wir am Ziel. Schmeißen wir nochmal einfach, ja, hui. Ja, war jetzt halt schon arg unnötig, dass wir noch eine Runde auf Level 1 drehen mussten, aber, ne? So ist das halt manchmal. Ja, das habe ich am Anfang ja auch gesagt. Das ist natürlich ein interessantes Bild. Aber alle von dem, wie es pennt, sind 3 Sterne. Ja, das ist das Beste. Oh, warte, das davor war ja auch schon 3 Sterne, stimmt. Ich meine, ich mag das zwar, das Schlafen, aber das ist halt auch gut. Und da habe ich 1 Stern habe ich noch. Ach, scheiß drauf. Ich nehme das, Doch, ich nehme das. Ich nehme das 3 Sterne. Ja, ist jetzt nicht sonderlich krass, aber besser als davor. Das ist Trash. Das ist auch nicht so gut. Das ist, glaube ich, schon besser als das davor. Ah, das ist tatsächlich 3 Sterne, wenn es in der Lava ist. Und dieses Bild sieht einfach toll aus. Das muss ich nehmen. Wo sind das 3 Sterne? Woher? Die laufen normal durch die Gegend, die Scheißviecher. Ich hab nichts getan. So, jawohl, das fühlt er. Was? 3 5 Banause, Digga. Banause? Ach, und das ist über 4K. Ah, ja. Diese Bewertungen sind teilweise interessant, sag ich mal. Ja, Alter. Ja, aber diesmal gibt er mir auch 4K für iOpterix. Das fühlt er aber auch nicht. Wie hat das mehr Punkte als der... Also ich glaube, ich hatte selten einen Durchgang, wo mich die Bewertungen so getriggert haben. What the fuck? So, ich glaube, das dürfte reichen fürs Level Up. So. Dann noch Feuerbelohnung. Das fühlt sogar der Professor, das Ding. Da stimme ich mal zu. Das ist ja auch ein Kunstwerk. So. Jetzt gibt's noch ein paar News zum Ende der Folge. Und dann sind wir auch fertig für heute. Na komm, zieh. Zieh an den Ladescreen. So. Da seid ihr ja alle.
Hast du wieder eine neue Entdeckung gemacht? So ist es, ich konnte einen neuen Teleportierpunkt ausfindig machen. Du hast sicher ja den großen Berg im Herzen von Bellus bemerkt, oder? Über dem Teil vom Berg, der von den Wolken verdeckt wird, habe ich ein Energievorkommen gemessen. Über den Wolken, also im Himmel? Nein, auf einem Plateau über den Wolken scheint es einen Wald zu geben. Abgefahren! Ist ein mysteriöser Ort, denn man kann ihn wegen der Wolken selbst vom Himmel aus nicht sehen. Das ist krass! Ey, entspann dich! Okay, ich dachte, der Wald kommt hier jetzt? Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Naja, auf jeden Fall war's das dann mit dieser Folge von New Pokémon Snap. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald und tschö.